Genau, ich hatte es eben ja schon angedeutet, dass Religionskritik einfach unter anderen Bedingungen stattfindet als im 18. Jahrhundert, wo es ja so die ersten öffentlichen atheistischen Kampfschriften der französischen Materialisten zum Beispiel gab. Und wie sehr sich die Bedingungen verändert haben, denke ich, kann man zum Beispiel am Imageverlust der katholischen Kirche ablesen. Dass die im letzten Jahr über Kindesmissbrauchs- und Kindesmisshandlungsskandale einigermaßen zertrümmert am Boden lag, was sozusagen das öffentliche Standing angeht, wirft ja die Frage auf, soll man sich da als Kommunist, Kommunistin drüber freuen oder ist da auch ein Moment von Unbehagen bei, wenn sich plötzlich alle darauf einigen, dass diese Katholschen ja nun wirklich gar nicht gehen und wer im Zölibat lebt, auf jeden Fall ein Kinderschänder sein muss. Genauso wie ja schon Jahre zuvor, nach dem ersten großen Hype von Wir sind Papst, der großen Bild-Zeitungsschlagzeile, sich ziemlich schnell herausstellte, dass der Herr Ratzinger als Papst seinem Vorgänger Wojtyla in Sachen sein Charisma und Popstar-Status nicht das Wasser wird reichen können, sondern eher, das ist einer größeren Kampagne von Spiegel und so weiter auch deutlich gezeigt worden, als Bücherwurm und Intellektueller eher negativ auffällt, wo dann absurderweise die ja tatsächlich ziemlichen Ausfälle dieses Papstes, also die Rehabilitierung der Piusbruderschaft und Geschwätz über die Indios, die die Katholisierung oder die Christianisierung unbewusst herbeigesehnt hätten, gerade nicht als Aufklärungs- und Vernunftverrat begriffen wurde, sondern als weltfremde Hervorbringung eines dessen, der sozusagen zu wenig an die frische Luft geht und zu viel seine Nase in die Bücher steckt und zu dogmatisch auf seinen Wahrheitsansprüchen beharrt. Gleichzeitig sieht man wiederum auch, während die katholische Kirche wirklich eine ziemlich schlechte Presse hat, gilt das nicht für Glauben, Spiritismus und andere Spintisiererei überhaupt. Denn während alle Welt ja auf der katholischen Kirche rumgeritten ist und jeder nochmal irgendwie sagen durfte, so geht es wirklich nicht, hatten die Evangelien mit ihrer Margot Kessmann, als sie besoffen Auto gefahren ist, einen ziemlichen Imagegewinn. Weil Frau Kessmann dann, als sie dann zurückgetreten ist, ja gleich so viel Glaubwürdigkeit bewiesen hat und von allen Seiten in die Herzen geschlossen wurde. Noch viel mehr, sagen ein fast sakrales Verhältnis, was die Unantastbarkeit religiöser Gefühle betrifft, ist stets dann zu verzeichnen, wenn es um den Islam geht. Nämlich in dem Sinne, dass es ja weitgehend verständlich zu sein scheint für viele Leute, wenn sich muslimische Gläubige über Mohammed-Karikaturen und ähnliches beleidigt zeigen und dafür dann auch mal ein bisschen angedrehte Riots fahren. Als Theo van Gogh von einem islamistischen Attentäter abgestochen wurde, aus Rache für seine Beteiligung an, wie hieß der Film noch, den er mit Hirsi Ali zusammen gemacht hat? Submission. Also wegen seinem Drehbuch oder seiner Umsetzung von Submission von einem Islamisten abgestochen wurde, gab es zwar in Holland ja einerseits Demonstrationen und auch Angriffe auf Moscheen, andererseits aber eben von dem Justizminister der Niederlande, also eins der säkularisiertesten und tolerantesten Länder der Welt, den Vorschlag, den Blasphemieparagraphen doch wieder ins Strafgesetzbuch einzuführen. Und auch in Deutschland sind nach Jahren des Brachliegens dieses schon fast vergessenen Paragraphen erstmals ja wieder Leute verurteilt worden wegen Verunglimpfung des Islam. So etwas Ähnliches konnte man schon vor 20 Jahren, als es die Fatwa von Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdie gab,
nachzeichnen, wo eben sich gerade religiöse Würdenträger, aber auch weltliche Politiker nicht auf Seiten Rushdis gestellt haben, sondern sehr gut verstehen konnte, dass sich Gläubige von Rushdis satanischen Versen angegriffen fühlen. Das heißt, im Prinzip das paradoxe Verhältnis, dass einerseits Religionen entmachtet werden, dass das, was mal Herr über Kaiser und Könige war, herabgesunken ist zum Institut für Seelenhygiene und Folklorebetreiber, andererseits trotzdem spektakulär fortwächst, und zwar genau in diesem Verhältnis von es ist ja gut, wenn Menschen überhaupt an etwas glauben und dieses Glauben selber sagen die sakrale Aura übernommen hat, das, was man nicht antasten darf, was früher die Institutionen hatte. Mit ihrem Sturz, hatte ich geschrieben, konnten sich eben die Kirchen, auch die christlichen Kirchen, insoweit gut arrangieren, als sie eben, als gerade ihre spektakuläreren kulturindustriellen Events wie Kirchentage, die nach Woodstock-Format aufgebaut sind, Motorradgottesdienste und hysterische evangelikale Veranstaltungen, wo die Leute ihren Zweifel in Mengen überschreien können, dass gerade also diese Arten von Events geradezu einen Boom haben, in den USA natürlich bekannt, wo inzwischen mehr Christen den fundamentalistischen Sekten wie den Reborn Christians und so weiter anhängen, als den sogenannten liberalen oder gemäßigten Amtskirchen. Aber auch eben, während man hierzulande einerseits ja gerne über die religiös verblendeten, puritanischen, verklemmten Amis spottet, man genauso diese sozusagen Ver-Eventisierung des Glaubens beobachten kann. Während in Deutschland und Europa man frisch, fromm, fröhlich, frei mit Friedenskitsch, mit Klampfenromantik auf Friedensdemos zieht mit den aufgeklärten Pfaffen oder eben gleich, die Schäublische Islamkonferenzen bestückt. Also es eigentlich wenig Grund gibt, sich hier über amerikanischem Glauben zu ereifern. Dass hierzulande seine alte antiklerikale Forderungen am wenigsten von allen europäischen Ländern umgesetzt worden sind, dass zum Beispiel der Staat immer noch die Kirchensteuer einzieht, die Kirchen einen Löwenanteil der sozialen Dienste verwalten dürfen und in jedem Rundfunkrat und sonst was mitzureden haben, das sei natürlich nur am Rande erwähnt. Was aber ein bisschen der Unterschied vielleicht, da könnte man diskutieren, von hiesigen, also europäisch-deutschen Glaubensbooms zu ihren amerikanischen Counterparts wäre dieses noch sehr viel abstraktere Verständnis fürs Irrationale, also die Bereitschaft, den Glauben an sich, egal woran, für etwas Gutes, Wichtiges und Richtiges zu halten, die sich zum Beispiel in sowas äußert, wie dass eine hessische Kultusministerin fordern durfte, dass auch Kreationismus, also die Lehre, dass nicht die Evolution, sondern Gott oder irgendein Intelligent Design die Menschheit hervorgebracht hat, an den Schulen gelehrt werden sollte. Und zwar nicht, weil sie das irgendwie für die wahre Version der Ereignisse hielt, sondern weil es ja wichtig sei, eben alle Sichtweisen kennenzulernen und auch dieser verbohrte Aufklärungsfundamentalismus sich jetzt nicht so dogmatisch breit machen darf. Und das Interessante ist eben, dass diese Frau nicht ausgelacht wurde, sondern dass alle auch wirklich ganz wichtig fanden, dass man jetzt mal offen und ohne Scheuklappen da rangeht und dass Wissenschaft natürlich genauso dogmatisch und verbohrt und fundamentalistisch sein kann wie Glauben.
Ja, dieses Verhältnis, also dieses merkwürdige Verhältnis von einerseits öffentlicher Entmachtung bei gleichzeitigem privaten Boom, findet sich im Prinzip schon in Marx' Schriften analysiert. Von Marx stammt ja der berühmte Satz, dass die Kritik der Religion Voraussetzung aller Kritik sei. Und zwar eben Voraussetzung in dem doppelten Sinne, dass einerseits natürlich die religiöse Verklärung des Ist-Zustandes, dass damit die Kritik beginnen muss. Andererseits aber eben auch Voraussetzung in dem Sinne, dass es dabei nicht stehen bleiben muss, sondern dass Marx zu seiner Zeit eigentlich schon davon ausgehen konnte, dass die Kritik der Religion weitgehend geleistet ist. Also von den erwähnten französischen Materialisten und dann natürlich von Feuerbach. Dass also die religiöse Verklärung des Ist-Zustandes, des Elends, etwas ist, was von den Verhältnissen selber schon überwunden wurde oder im Begriff war, überwunden zu werden. Gleichzeitig hat aber auch Marx festgestellt, und zwar in seiner Schrift zur Judenfrage, dass gerade in dem Land, in dem sozusagen die bürgerliche Gesellschaft mit seiner Entmachtung dieser quasi noch mittelalterlichen religiösen Institute am weitesten fortgeschritten ist, also in den USA, dass gerade das Land ist, in dem das Christentum sich in diversen Sektengestalten bester Gesundheit erfreute. Und sagte, Marx analysiert dann eben, dass genau dieser Zustand, eben der bürgerlichen Gesellschaft angemessene Zustand der Religion ist, also die Zersplitterung in diverse Sekten, wo man sich sozusagen auf dem Markt des Glaubens aussuchen darf, was will ich, was möchte ich haben, Methodisten, Presbyterianer, Baptisten und wie sie alle heißen. Und wo gleichzeitig aber die Tatsache, dass die Entmachtung, die Privatisierung Gottes nicht einfach zum Verschwinden führt, sondern im Gegenteil zu genau diesem Ausdruck von Privatexistenz wird, also dem hier bin ich Mensch, hier darf ich sein in meiner Kirche, gerade Ausdruck eben der unvollkommenen Emanzipation des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Dass nämlich eben der aus allen sagen, Banden, natürlichen Banden und eben auch religiösen Banden herausgehobene Staatsbürger, also das abstrakt freie und gleiche Individuum, eben tatsächlich nur im staatlichen Sinne als Idealgestalt lebt, während der Privatisierte sich gerade diese Religion, also während gerade das wirkliche Individuum, sagen weiter das private Individuum, das konkrete Individuum, diese religiöse Verklärung braucht, um seine Privatsphäre, um sein Privatdasein, um sein besonderes Dasein zu heiligen. Und er also gerade dort, wo er sich selbst am nächsten ist, in der Entfremdung am stärksten befangen ist. Die Religion, heißt es also bei Marx, gilt uns nicht mehr als der Grund, sondern nur noch als das Phänomen der weltlichen Beschränktheit. Sie ist nur noch das abstrakte Bekenntnis der besonderen Verkehrtheit, der Privatschrulle, der Willkür. Ich denke, diese Formulierung mit der Privatschrulle und der Willkür, also eben genau die Bereitschaft, sich im Privaten schrullig aufzuführen, und einen Glauben zu pflegen, der gerade keine öffentliche gesellschaftliche Substanz mehr hat. Das ist eigentlich das, was Religion nach dem Sturz auszeichnet. Willkür ist hier tatsächlich sehr wörtlich zu nehmen.
eine Religion, die, wie das dann ja immer so heißt, ich brauche, die mir gut tut. Also das, was man vielleicht Wellness- oder Feel-Good-Religion nennen könnte, das ist gerade die entmachtete, depravierte, um ihren objektiven Sinn gebrachte Religion. Und zwar einfach schon genau deswegen, weil Gott da drin eine abhängige Variable des subjektiven Bedürfnisses wird. Also gerade sich dadurch legitimieren soll, nicht mehr ich muss meinem Schöpfer heiligen, ich muss tun, was mein Schöpfer will, sondern ganz umgekehrt, der Schöpfer, ich brauche den Schöpfer, weil er mir gut tut und Gott ist gerade dazu gut, mir sozusagen schöne Stunden zu machen, wenn es mal besonders sinnlich, besonders empfindsam, besonders privat zugehen soll. In dem Sinne ist das natürlich auch ein ziemlich paradoxes Projekt, weil das, was Leute ja suchen, wenn sie, was weiß ich, zu Weihnachten in die Messe gehen oder wenn sie, das sind ja immer dann die beliebtesten Situationen bei Krankheit und Tod, dann irgendwie zu Gott finden und beten und ihnen das ein bisschen gut tut. Was sie da suchen, ist ja gerade eigentlich eine Stütze, die stärker ist als sie, ein Garanten der Objektivität, einer, der sie also halten kann. Was sie aber gleichzeitig damit tun, indem sie eben sagen, indem sie das abhängig machen von ihrem Befinden, von ihrem momentanen Bedürfnis, ist gerade dieses Objektive eben zu einem Moment ihres eigenen Seelenhaushalts herabzusetzen, also gerade das zu negieren, was sie suchen. Und das führt natürlich dann zu größeren Problemen. Man kann in dieser Depravierung der Religion, also dieser Privatisierung zu einer Befindlichkeitsstütze, auch sehr gut nachzeichnen, was eigentlich der Unterschied ist zu Religion, wie sie noch im Mittelalter oder der frühen Neuzeit herrschte. Während heutzutage Religion, Glauben ja gerade mit Gefühl verbunden wird, mit dem Irrationalen, was Menschen irgendwie neben und außer und jenseits der Vernunft auch noch brauchen, weil es ja so viel gibt zwischen Himmel und Erde und so weiter. Was also gerade in diesem Bereich des subjektiven Meinens, Empfindens und so weiter eingesperrt wird, das war ja in vorbürgerlichen Zeiten genau umgekehrt, geradezu eine Frage der Vernunft. Und es gibt eine sehr schöne Studie von, ich kann ihren Namen nochmal nachschlagen, irgendwas im Campus Verlag erschienen, der Narr spricht, es ist kein Gott, über Glaubenszweifel und Unglauben im Mittelalter, wo die Autorin eben beschreibt, dass wenn es im Mittelalter Leute irgendwie die Erfahrung machten, dass sie nicht an Gott glauben können oder dass Gott für sie nicht existiert oder dass sie sich jedenfalls nicht sicher sein können, dass das eine A, für die Leute eben eine schwer traumatische Erfahrung war und gerade kein entlastendes Versichern der eigenen Vernunft, sondern eher das, was man vielleicht heute eine Depression nennen würde, also ein Verlust des Weltbezuges, dass aber vor allem eben in der Außenperspektive die Ungläubigen, also die Glaubenszweifel, Glaubensprobleme hatten, als Narren und gefühlige Sonderlinge galten, weswegen auch in der damaligen Zeit vor allen Dingen Frauen als anfällig für Glaubenszweifel galten, weil die ja so viel weniger vernünftig sind als Männer. Also dass Religion im Mittelalter gerade eine Frage der Vernunft war und Leute, die zu gefühlig waren, zu wenig vernünftig, eben als besonders anfällig für Glaubenszweifel galten. Und die Umkehrung in der bürgerlichen Gesellschaft ist ja sehr offensichtlich, wo wiederum Frauen zugeschrieben wird,
besonders, also stärkeren, stärker emotional, stärker gefühlig zu sein, aber gerade deswegen ja heute als dann eher offen für Glaubensfragen gelten. Also eine genaue Umkehrung zu dem, wie es eben in vorbürgerlichen Zeiten war. Wie gesagt, ihr dürft gerne dazwischen reden, Fragen stellen. Ich sage es nochmal. Der Widerspruch, der in dem willkürlichen Verhältnis zur Religion angelegt ist, also dass ich Religion nutze als für die weihevolle Stimmung, für besondere Stunden, für die temporäre Sinnstiftung in Sachen Liebe, also doch nochmal kirchlich heiraten, auch wenn man sonst nicht hingeht, in Sachen Krankheit und Tod, in Sachen Geburt, dass man also die Religion, die Wellness-Religion nutzt, um die Seele baumeln zu lassen, während man sich dadurch genau um das Objektive, das Stützende bringt, was man daran eigentlich sucht, lässt sich insoweit auflösen oder immer wieder exorzieren zumindest, dass diese Willkür genau dann in Anschlag gebracht wird, genutzt wird, wenn jemand dieses intimisierte, privatisierte Verhältnis zur Religion anzutasten droht. Gerade in der Wellness-Religion, also die mir doch nur gut tut, wo es also eine ganz besondere Beleidigung ist, wenn mir das jemand nehmen will, wenn das doch nur meine Privatsache ist, die niemand anderen was angeht. Gerade darin liegt eben das Versprechen von Religion, von postmodernisierter Religion quasi auf das, was Kenan Malik, ein ganz super Autor, das Menschenrecht auf Beleidigtsein nennt. Das heißt, dass also während Blasphemie in vorbürgerlichen Zeiten tatsächlich als Angriff gegen Gott wahrgenommen wurde, wo die Menschen nur stellvertretend für Gott gestraft haben, während das dann später in absolutistischen Zeiten als Angriff auf den Staat galt und, und die Staatsreligion, das heißt als subversive Zerrüttung des Gemeinwesens, wo deswegen der Staat das Recht hat zu strafen, gilt Blasphemie heute in den entsprechenden Gesetzesvorstellungen und Diskursen als Angriff auf individuelle Identität, also auf genau das, ja, auf das Private, so bin ich, so will ich sein, was niemanden was angeht, ich bin ich und da hat niemand was reinzureden. Das ist natürlich wiederum am stärksten zu sehen in diesen Debatten um den Islam, wo eben gesagt wird, das ist gerade, ja, wie funktionieren denn immer solche Sachen? Also, das ist eben deren Identität und das muss man denen auch lassen und das ist doch auch toll, wenn die noch so glauben können, was wir gar nicht mehr können und so weiter. Wo also niemand mehr sich in irgendeiner Form interessiert dafür, ob das einen Wahrheitsanspruch gibt oder ob das überhaupt in irgendeiner Form nachvollziehbar ist, sondern dass es einfach reicht, dass es zur Identität von Menschen gehört, um das sozusagen strafbewehren oder zumindest irgendwie dissen zu können, wenn jemand da kritisch vorgeht. Aber ich denke, man kann auch mit irgendwelchen Christen, die man mal anspricht, auf ihre Identität ähnliche Erfahrungen machen. Gerade als diese Identitätsstütze, die sozusagen tautologisch sich selber rechtfertigt, mein Glauben ist mein Glauben und deswegen ist er gut, weil er mein Glauben ist, gerade als diese depravierte, um jeden Inhalt gebrachte Religion, ist sie eben die, die an ihre Gläubigen auch keine Ansprüche objektiver Natur mehr stellt. Wer heute sagt, ich glaube, muss dafür keine Psalmen mehr auswendig können,
Er muss sich nicht mit den Tücken der Trinitätslehre umschlagen. Er muss keine talmudischen Debatten nachvollziehen können. Er muss keine Sufi-Rituale beherrschen oder buddhistische Kalligraphiezeichen können. Er muss nicht jahrzehntelang in Askese leben oder sonst was, sondern er oder sie muss einfach nur wissen, wo der Feind steht. Und der Feind, das ist natürlich einerseits der Atheist, der Vernünftige, der Spötter, aber eben auch die Homosexuellen, die selbstbewussten Frauen, die je nach Perspektive Juden und Kreuzfahrer, wer auch immer. Gerade also die entkernte Religion, die den Menschen nichts abverlangt, ihren Wahrheitsanspruch eigentlich schon längst negiert hat, gerade diese entkernte Religion, die nur noch in Menschenrecht auf Beleidigtsein und Feind, der entsprechenden Feinderklärung besteht, ist eben die Autorität sans phrase. Gerade weil es also in ihr um nichts mehr im eigentlichen Sinne geht, um nichts, was irgendwie für Menschen tatsächlich von Bedeutung wäre. Gerade also weil, ob nun irgendwie Ghettobewohner oder nahöstliche Tagelöhner sich statt irgendwie um Brot und Jobs und gesellschaftliche Teilhabe bemühen, sich lieber dafür streiten, dass, was steht dann da immer, dass es keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr gibt. Also gerade dadurch, dass es in diesen ganzen religiösen Kampagnen, siehe eben USA, in einem Land ohne vernünftige Krankenversicherung, ist das wichtigste Thema bei Wahlen, dürfen Schwule heiraten oder Lesben, muss an den Schulen Kreationismus gelernt werden oder so. Also gerade dieses total Absurde, dieses total von jeder Lebenswirklichkeit abgezogene, macht aus, dass Glauben quasi die genuine Absage an Vernunft und Freiheit ist, die sie eben in Zeiten von gesellschaftlicher Substantialität so eindeutig nie war. Wenn Marx also sagen konnte über Religion, dass sie der Seufzer der bedrängten Kreatur ist, Ausdruck des wirklichen Elends und Protestation gegen das wirkliche Elend, dann kann man davon heute schwerlich reden, sondern muss tatsächlich eher vom Rülpser der Verachtung für Luxkolm und Volupté sprechen, vom Ausdruck einer allgemeinen Hoffnungslosigkeit in dem Sinne, dass das, was man in der Religion sucht, eben nicht mehr der Funken des Besseren ist, ein Ausblick auf ein schönes Jenseits, sondern die Verewigung eines höllischen Diesseits. Hoffnungslosigkeit also genau das, was der Religion einmal als Todsünde galt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, mit dem, wie das Elend wahrgenommen werden kann. In Zeiten, also wo Elend so naturnotwendig war wie der Tod selbst, wo es also nicht anders vorstellbar war, als dass gutes oder schlechtes Leben an Wetterbedingungen, also an guter oder schlechter Ernte hängt, mag man sich wirklich ein besseres Leben vielleicht nicht auf dieser Welt, sondern nur in einem Jenseits vorstellen können, hat diese Vorstellung eine gewisse Substanz. Wo heute aber Elend so eindeutig gesellschaftlich vermittelt ist, wo also die Bedingungen da wären, dieses Elend abzuschaffen, wo die Menschen eben nicht mehr der ersten, sondern der zweiten Natur ausgeliefert sind, ändert sich dieser Blick. Weil Elend eben so wenig naturnotwendig ist, erscheint es eben umgekehrt eigentlich als bösartige Tücke eines Schöpfers, eine elende Welt einzurichten, in der es so etwas gibt wie Auschwitz.
weswegen eben die Vorstellung auf ein Jenseits, wo man seinem Schöpfer gegenübertritt, gerade kein Hoffnungsschimmer mehr ist, sondern im Gegenteil eigentlich eine ziemlich erschreckende Vorstellung. Welchem bösartigen, sadistischen alten Mann werde ich da eigentlich gegenüberstehen? Und dagegen hilft es auch nicht, den Gott selbst immer weiter zu humanisieren, also diese ganzen, den zornigen alten Mann des Alten Testamentes immer netter und freundlicher zu gestalten und zum Beispiel, wie die Evangelien es tun, einfach mal die Hölle abzuschaffen. Denn die Vorstellung, dass alle in den Himmel kommen und niemand mehr in die Hölle, hat ja auch was sehr Deprimierendes. Wenn ich also das Paradies mit meinem Chef und dem Sozialbearbeiter vom Arbeitsamt und sowas teilen muss. Hölle hat ja neben dem großen Schrecken auch was sehr Befriedigendes in der Vorstellung, dass Gerechtigkeit, wenn nicht auf dieser, dann doch wenigstens in der nächsten Welt herrscht. Und das wird damit natürlich mitkassiert. Weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind, weil also die Religion als privatisierte, als depravierte eben dieses Willkürliche ist, an das man eigentlich gar nicht mehr richtig glauben kann, weil es gar keine Substanz hat zum Glauben, wäre es auch ein Irrtum, würde man glauben, dass die Gläubigen einfach ganz naiv glauben. Oder einfacher ausgedrückt im Wort von Adorno, der ungeglaubte Glaube. Also ein Glaube, der seine eigenen Zweifel ständig verdrängen, ständig externalisieren muss. Der kein Mitleid mehr hat für die Ungläubigen, Mitleid dafür, wie es die großen christlichen Schriftsteller zum Beispiel durchaus kannten, für die Armen, die vor Jesus Christus keine Möglichkeit hatten zum Heil im ewigen Leben. Also kein Mitleid für die Ungläubigen haben, sondern nur noch Hass, weil sie eben daran ihren eigenen Unglauben bekämpfen müssen oder ihre Unfähigkeit zum Glauben. Dieser Glaube also, dem die Kraft fehlt und der daher im Wesentlichen im Konsum des Glaubens der anderen besteht. Diese ganze Kulturindustrialisierung von Glauben, die ich angesprochen hatte, also die ganzen spektakulären Events, wo Leute auf der Bühne stehen und vorhampeln und oder irgendein abgesetzter Gottkönig für 200 Euro Eintritt einem Weisheiten erzählt, wie seid lieb zueinander oder solche Sachen. Das ist eben eine Art von Glauben an den Glauben der anderen, daran also, dass wenigstens die Leute, die ich da konsumiere, heißen sie nun Wojtyla oder Theresa oder eben Dalai Lama oder eben auch der nächste Hassprediger in der Moschee, dass diese Leute also verkörpern, was man selbst eigentlich gar nicht mehr vermag, nämlich ein unmittelbares Verhältnis zum Heiligen, einen direkten Draht ganz nach oben. Und zum Stichwort Hassprediger, ich denke, dass die politisch relevanteste Form, in der das heutzutage auftritt, dieser Glauben an den Glauben der anderen oder den Konsum des Glaubens der anderen, eben der okzidentale Islamneid ist. Islamneid in dem Sinne eben, dass in allen Debatten, ob es nun die offene Apologie der Kumpanei ist, also das Verständnis dafür, dass es ja auch wirklich die Präsenz der Amerikaner an den heiligen Städten ja auch wirklich etwas, eine Beleidigung für Muslime ist und die Tatsache, dass Israel da ist, nun auch wirklich zu viel verlangt und so. Also der ständige Bereitschaft zum
nachgeben zur Kumpanei mit islamistischer Barbarei, aber auch eben in Form der sogenannten Islamkritik, wie sie etwa ein Sarrazin pflegt, der ja, wenn er über die muslimische Unterschicht schreibt, das große Problem, dass die so eine große Geburtenrate haben, dann spricht er mit seiner unglaublichen Fixierung auf Fragen des Gebärens natürlich das größte Lob aus, was für so ein Reaktionär denkbar ist. Die Muslime, das sind eben noch so richtig Vitale, die mit der Kraft, um das Abendland zu überrollen. Während wir hier ja eigentlich schon viel zu dekadent, schon viel zu überzivilisiert sind, um uns diesen vitalen Massen überhaupt noch erwehren zu können. Also so eine Art Gobineau für Arme. Ich weiß nicht, Gobineau ein Begriff ist, einer der Rassentheoretiker aus dem 19. Jahrhundert, der eher so ziemlich jammerige Lamoyante Bücher geschrieben hat darüber, dass die weiße Rasse dem Untergang geweiht ist, weil sie eben nicht mehr stark und kräftig ist und schon viel zu viel Rassenmischung gemacht hat und deswegen irgendwie die Zukunft den Minderrassigen gehören wird. Also genau dieses Motiv findet man eben bei Sarrazin auch und bei vielen irgendwie von denen, die heutzutage als Islamkritiker firmieren, weiß man immer gar nicht, sagen die jetzt was Negatives, also ist das denn wirklich eine Kritik oder ist das nicht ein insgeheimes Lob, wenn sie von dem Fanatismus, dem Vitalismus, dem ungebrochenen Glauben, der da noch herrscht, sprechen. Und es klingt, und es ist zumindest eine Kippfigur, wo es ziemlich problemlos ist, sich vorzustellen, dass die von Islamkritik auf Islamapologie umstellen können. Am schönsten ist das vielleicht in einem ganz bemerkenswerten Detail in dem Sarrazin-Buch. Es gibt am Ende von diesem fürchterlichen Wälzer, ich glaube, man braucht nur den Anfang und das Ende zu lesen und es kann irgendwie die 400 Seiten in der Mitte überspringen, aber das Ende sind eine negative und eine positive Zukunftsvision. Und Sarrazins positive Zukunftsvision sieht nämlich so aus, dass erst wird nochmal alles schlimmer und dann begehen die Überreste der Sauerlandgruppe ein großes Attentat und dann setzt das Umdenken ein und die Leute fangen an, irgendwie die Zuwanderung zu begrenzen und die Lehrpläne von 1971 wieder einzuführen und die Kopftücher zu verbieten und dann wird eigentlich alles wieder ganz schön und Neukölln wieder bewohnbar. Und also es ist eine ziemlich irre provinzielle Ordnungsideologie, die auch wirklich zeigt, dass dieser Mann nicht fähig ist, ein modernes Gemeinwesen zu regieren, weil ihn eigentlich Außenpolitik oder politische Ökonomie überhaupt nicht interessiert, sondern eben wirklich nur die Geburtenrate ist bei 2,2. So, aber das Interessanteste finde ich eben dieses Detail, dass es die Sauerlandgruppe ist, die einen Anschlag macht, denn, wie vielleicht die meisten wissen, das ist eine Gruppe deutscher Konvertiten gewesen und eben keine Einwanderer aus der arabischen oder der türkischen Welt. Und es steht am Anfang der deutschen Wiedergeburt zu den Lehrplänen von 71 und der Geburtenrate von 2,2 Kindern pro Frau. Und ich finde, daraus drückt sich schon ziemlich deutlich aus, was für ein ja, kaum verhohlene Wunschfantasie eigentlich hinter diesen Beschreibungen von den fanatischen islamischen Massen steht. Und es ist, muss man natürlich immer sagen, ein Bild, denn während dieses Bild vom zum Beispiel islamischen Selbstmordbomber, der wirklich so tief glaubt, dass er sein eigenes Leben zu opfern bereit ist, der also das schafft, was ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, der nicht dekadent und feige ist, der sozusagen meine
antizivilisatorischen, antisemitischen, antiamerikanischen Affekte für mich auslebt und damit irgendwie eine Art von psychische Rolle für mich spielt, wie sie auch das Konservendosengelächter bei der Comedy spielt, nämlich mir sozusagen die Emotionen abzunehmen. Während also dieses Bild vorherrscht, hat es natürlich mit der Wirklichkeit gerade des fundamentalistischen Islams, des politischen Dschihadismus ziemlich wenig zu tun, denn gerade die Leute sind ja am wenigsten die sagen, aus einer noch stabilen, traditionellen Kultur kommen, wo seit Jahrhunderten irgendwie der Islam von Vater auf Sohn weitergegeben wird und so weiter, sondern meistens gerade Leute, die mal im Westen studiert haben, die einen modernen Beruf haben, wie Ingenieur oder Naturwissen, also besonders beliebt sind eben, oder besonders hohen Anteil an der Selbstmordattentätern haben eben wohl Ingenieure und so naturwissenschaftlich gebildete Techniker. Und die also selber ein ungemeines Problem haben mit ungeglaubten Glauben, mit dem eigentlich besser Wissen oder dem wieder besseres Wissen, die also selber vielleicht im Selbstmordattentat ihre eigenen Glaubenszweifel überwinden müssen und die auf jeden Fall in der Regel einen sehr starken Hang zu Kameras haben, vor der sie ihre tollen Reden schwingen können. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Four Lions kennt. Das wird das so ein bisschen vorgeführt, wie da Leute dann sich inszenieren vor der Kamera und so eine tolle Rede, warum sie sich demnächst in die Luft sprengen, schon mal einfangen. Also sehr gerne vor Kameras sich in eitler Pose werfen oder ihre Snuff-Movies ins Internet stellen. Und auf jeden Fall, wie Kenan Malik bemerkt, in ihren Kommandoerklärungen zigmal mehr von sich selbst als von Allah sprechen. In dem Sinne könnte man insgesamt von einer Wahlverwandtschaft von Religion und Kulturindustrie sprechen. Nicht nur in dem Sinne, dass Religion, wie zum Beispiel in diesen Formen von islamistischen Selbstmordattentäter-Videopics, sein kulturindustrialisiert ist, sondern dass auch Kulturindustrie letztendlich bestimmte Momente der Religion übernommen hat. Es ist ja nicht umsonst so, dass Popstars, Fußballstars und so weiter gerne Gott genannt werden. In den 50ern war sowas noch ein Skandal, heute ist das relativ üblich. Insofern, wenn Feuerbach sagt, dass Gott sozusagen die Projektion des idealen Menschen in den Himmel ist, so ist Kulturindustrie natürlich die Projektion des idealen Lebens in die Apparatur. Das heißt, die Vorführung dessen, was Leben eigentlich sein könnte, in entfremdeter Form. Wenn Gott also Popstar ist, Popstars sind Gott, dann drückt sich ein Moment eben davon aus, dass das, was Religion mal ausgezeichnet hat, deren gesellschaftliche Funktion eben der Idealisierung sich insgesamt eher auf andere Sphären verlagert hat. Und vor einem Monat ging es hier ja schon mal um Walter Benjamins kleines Fragment Kapitalismus als Religion, wo Benjamin genau diesen Gedanken ja fortspinnt, dass eigentlich der Kapitalismus ein großer Kult ist, ein Kult sans rêve et sans merci, also ohne Traum und ohne Gnade, sondern ein Kult, der wie gerade die frühesten und archaischen Kulte einer ist, der sich selbst sozusagen unmittelbar als Praxis missversteht. Also ähnlich wie
wie die Höhlenmaler, die, wenn sie, wenn sie Naturwesen anbeten und ihre Jagdopfer bringen, nicht die Vorstellung haben, dass sie gerade eine religiöse Tat vollführen, sondern ganz im Gegenteil, dass das praktisch überlebensnotwendig ist, was sie hier tun, weil sonst finden sie nicht zu jagen. Genau in dem Sinne würde der kapitalistische Kult, der Dienst an der Ware, sich sozusagen genau auch als das pragmatischste, notwendigste, praktischste missverstehen. Es gibt diesen Gedanken auch, und das ist vor 2 Jahren oder einem Jahr bei Matthes und Seitz erschienen, von Paul Lafargue, dem Schwiegersohn von Karl Marx, der berühmt ist vor allen Dingen durch sein schönes Büchlein Recht auf Faulheit, von dem aber auch ein Text existiert namens Kapitalismus als Religion. Ich weiß nicht, ob Benjamin den auch gekannt hat, ich glaube fast nicht. Wo Lafargue sozusagen eigentlich in Form einer Satire das Kapital als Religion beschreibt, aber es unglaublich gut funktioniert. Also das Kapital als die ewige Substanz, die sich verkörpert in diversen endlichen Formen und diese damit zum Leben erweckt, der unbewegte Beweger hinter den Erscheinungen und von dem vor allem, was ich eine sehr schöne Formulierung finde, also Lafargue schreibt, dass Arbeit eben die Fürbitte ans Kapital ist. Und ich glaube, gerade unter Bedingungen, wo sagen, heute Arbeit in dem Sinne ihre ganze Naturnotwendigkeit verloren hat, als ja alle irgendwie immer überlegen, Gott, wie schaffen wir jetzt für die Leute Arbeit? Dieser irrsinnige Gedanke hat das unglaublich viel für sich, dass das eben ein Ritus ist, ein Kult, mit dem man sich diese diese drohende Gottheit des Kapitals, der zweiten Natur, gnädig zu stimmen. Und zwar eben sowohl, ob es nun in den ABM-Maßnahmen oder in den bescheuertesten, also in den 1-Euro-Jobs oder in den ganzen bescheuerten Tätigkeiten, die der Kapitalismus so schafft, wie Personalmanagement und solche Dinge, aber eben auch in der Art, wie man ansonsten so sein Leben fristet, indem man also Gehirnjogging betreibt und sich fit hält und stets bereit und flexibel und so weiter, also sich sozusagen ein Ritus begeht, eine Mimesis an das, was man eben an die Erfolgreichen, die schaffen. Dieser Gottesdienst am Kapital, den kann man sehr schön schon, falls jemand mal nach Hamburg kommt, eines der beliebtesten Touristenattraktionen ist dort die Speicherstadt. Die Speicherstadt ist im 19. Jahrhundert von den Pfeffersäcken, also den Hamburger Kaufleuten, gebaut worden als Warenspeicher. Also das unglaublich Profanste, was man sich vorstellen kann. Und es ist wirklich ein riesiges Tempelgebäude. Das hat so gotische Rundbogen und so kleine Türmchen. Und es sieht wirklich aus wie eine große Kathedrale, wo man halt seinen Dienst an der Ware dann eben verübt. Und es ist sehr beeindruckend. Es ist also Kapitalismus als Religion, Dienst an der Ware, Fürbitte ans Kapital, ist eben immer eine Huldigung an das, was einen, wie eben in den allerfrühesten Tagen der Menschheit, zu zermalmen droht, nur eben nicht mehr in Form der ersten Natur, die man sozusagen als Naturgottheit anbetet, sondern der zweiten, der gesellschaftlichen Natur, der man noch viel weniger, der man eigentlich nie genug huldigen kann. Die Ewigkeit des Kapitals, die Ewigkeit der Verwertung übersteigt eben als das Unendliche
jeden endlichen Horizont, jedes endliche einzelne Leben, trotz des bürgerlichen Phantasmas, vom Weiterleben nach dem Tod in Form des Erbes. Die Maßlosigkeit der Verwertung kennt eben kein Ende, übersteigt jeden individuellen Horizont, und man muss, um dabei zu sein, um sich ihm andienen zu können, so viel Glaube, Liebe, Hoffnung investieren, wie nur je für den Christengott, wie es eben schon die gleiche Wortwurzel von Credo und Kredit anzeigt. Credo, ich glaube, Kredit, ich glaube daran, dass die Verwertung weitergeht, dass mein Geld also seinen Wert behält, dass ich meine Waren weiter veräußern kann, dass der Warentausch also in Ewigkeit weitergeht. Aber es ist eben eine Hoffnung auf nichts, weil das Kapital selber die reine maßlose Quantität ist, die bloße Form, die absolute Inhaltslosigkeit. Es kennt also, und das ist eben gemeint in einem Begriff, in dem Begriff von Benjamin, vom Kult sans rêve et sans merci. Es kennt kein Traum, kein Paradies und auch kein jüngstes Gericht, weil die Akkumulation eben einfach immer weitergeht. Und sie schleppt die Leute eben mit, die manchmal, wenn sie eben die manchmal eben ihre abgelegten religiösen Bilder brauchen, um nicht abgehängt zu werden, um ihren Dienst am Kapital, an diesem großen, nicht darstellbaren, verüben zu können.